Eine in ferner Zukunft aufgefundene Chronologie könnte aus unserer Zeit berichten, dass damals die robustesten Mülltonnen in der Geschichte der Menschheit produziert wurden. Bei ihrer Entwicklung unterwarf man sie verschiedenen Tests und sie erhielten als Bezeichnung die Abkürzung CASTOR, was für Cask for Storage and Transportation of Radioactive Material steht. Der Zweck der Behälter besteht darin, hochgradig gefährlichen atomaren Müll aufzunehmen, transportfähig zu machen und zu lagern. Bei dem Müll handelt es sich sowohl um abgebrannte Brennelemente aus Kernkraftwerken, als auch um jene Abfälle, die bei der Wiederaufbereitung von Brennstäben anfallen. Bei einer unkontrollierten Freisetzung würden die eingelagerten Stoffe durch ihre Strahlung jegliches organische Leben im engeren Umkreis binnen weniger Minuten vernichten. In einer Halle in Gorleben sollen insgesamt 460 bestückte Behälter so lange gelagert werden, bis sowohl ein Teil der Wärme als auch der atomaren Strahlung abgeklungen ist. Wie es anschließend weitergeht, wird noch erforscht. Bei den Planungen muss ein bisher noch nicht gekannter Zeitraum berücksichtigt werden. Die nukleare Strahlung, die von den in den Behältern befindlichen Abfällen ausgeht, wird erst in Tausenden von Jahren abklingen. Neben technischen Fragen, wie die gefährlichen Stoffe über entsprechende Zeiträume sicher von der Biosphäre zu isolieren sind, stellt sich die Frage, wie Menschen in ferner Zukunft vor den Gefahren gewarnt werden können. Es ist davon auszugehen, dass bei der zu berücksichtigenden Zeitspanne von unserer Zivilisation kaum noch etwas bleibt. Unsere Nachkommen in 10.000 Jahren werden viel auszugraben haben. Selbst dann, wenn wir jetzt sofort alle Menschen auf einen anderen Planeten evakuieren würden. Aber wer kommt nach uns? Sind es intelligente Rieseninsekten? Delfine? Raben? Oder werden wir in 10.000 Jahren für unsere Nachkommen als Halbaffen dastehen? 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Seit 20 Jahren gleiten die 1977 von der NASA gestarteten Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 durchs All. Als Botschaft enthält jeder der beiden Raumgleiter Bilder und Symbole der Erde und eine goldbeschichtete Schallplatte. In die glitzernde Scheibe sind Musikbeispiele aus 30 Kulturen, Grußbotschaften in 55 Sprachen, Alltagsgeräusche und Naturklänge eingeritzt. Bonjour tout le monde. Shalom. Hola y saludos a todos. Herzliche Grüße an alle. 1989 funkte Voyager 2 als vorerst letzten Gruß aus unserem Sonnensystem Bilder des Planeten Neptun. Das nächste Ziel der Reise, ein Stern namens Ross 248, werden die Raumsonden nach dem Flugplan der NASA in etwa 40.000 Jahren erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die mitgeführten Botschaften jemals eine außerirdische Zivilisation erreichen und von dieser dann auch noch begriffen werden, ist allerdings verschwindend gering. Gering ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass in 40.000 Jahren eine irdische Zivilisation die Mitteilungen noch verstehen könnte. Spätestens seit der massiven Erzeugung radioaktiven Mülls auf der Erde könnte jedoch die Entschlüsselung einer jahrtausendealten Botschaft in Zukunft für manche zu einer Frage des Überlebens werden.
Vor diesem Hintergrund erhielt 1981 ein amerikanischer Professor für Zeichentheorie einen überraschenden Anruf. Eine Woche später fand er sich inmitten eines Teams von 20 Wissenschaftlern wieder. Es handelte sich um einen Krisenstab. Beauftragt von der amerikanischen Regierung ging es sowohl um Vorschläge zur atomaren Abfallbeseitigung als auch um die Frage, wie zukünftige Generationen vor den Gefahren der strahlenden Stoffe gewarnt werden könnten. They said, your task is to think about a warning system which is applicable in this situation. I said, aha, I understand. Und sie sagten, meine Aufgabe wäre es, mir Gedanken über ein Warnsystem zu machen, das in dieser Situation anwendbar sei. Ich sagte, aha, ich verstehe. Nun, dann kam die nächste Frage, eine sehr wichtige Frage. Wie weit müssen wir vorausdenken? Und sie sagten, ja, das ist ein Problem, weil unsere Anweisung von der Behörde in Washington lautet, dass wir 10.000 Jahre in Erwägung ziehen sollen. Und dann kommt die nächste Frage, dass wenn selbst Nachricht oder Text als unverändert bleiben muss für 10.000 Jahre, in diesem Fall oder noch länger, dann ob nicht die Sprache in dieser Zeit, während dieser Zeit so wesentlich verändert sich, dass selbst die Sprache, also Kommunikationsmittel, bringt Schwierigkeiten zum Verstehen. Und das ist natürlich kein Problem, wenn ich mit jemandem kommuniziere, der morgen meinen Brief liest oder vielleicht in 20 Jahren. Aber schon, wenn man denkt an die Kapseln, die in die Fundamente von Häusern eingelassen werden, ist es unklar, wann werden diese Häuser zusammenbrechen, wann werden diese Kapseln entnommen, in welche Kultur treffen sie dann, ist man dann weiter oder weniger weit technisch, hat man vielleicht den Code, die Schrift, die Sprache vergessen, die da benutzt wird. Und das sind noch die einfachen Probleme. As a linguist, I immediately turned to the crucial problem. Als Linguist kam ich dann sofort auf das entscheidende Problem. Ich fragte den Krisenstab, was für eine Idee er hätte, welche Sprache man benutzen sollte. Sie sagten, das ist Ihre Sache, Sie müssen es herausfinden. Nun, wenn man Inschriften benutzt, also tatsächliche Schreibsysteme, muss man, glaube ich, berücksichtigen, selbst in Amerika, das jetzt als offizielle Sprache Englisch hat, muss man es auch in Französisch, Deutsch, Russisch, Arabisch, Portugiesisch, Spanisch schreiben, da alle diese Sprachen oder auch irgendwelche anderen in Gebrauch sein könnten. Und ich sagte mir, nein, das ist Nonsens, weil man nie wissen wird, welche Sprachen jene Menschen, die in 5000 Jahren dort leben werden, was jetzt Nevada genannt wird, sprechen werden. What is now called Nevada, what languages they will speak. Fahrt durch eine kilometerlange, technisch aufwendig hergestellte Leere. Es geht bis zu 1200 Meter hinab. Der Uneingeweihte denkt vielleicht an seinen kühlen Keller und setzt diese Erfahrung nach unten kontinuierlich fort. In 1200 Meter Tiefe grüßt jedoch bereits der glühende Kern der Erde. Die natürliche Wärme liegt über 40 Grad und wird durch eine Bewetterung heruntergekühlt. Künstlich und maschinell wieder Erhalt der Strecken, die durch Bohrungen und anschließende Verankerungen stabilisiert werden. Die weltweit einzig allgemein anerkannte Formel zur Isolierung radioaktiver Stoffe lautet vergraben. In Deutschland werden zurzeit zwei Endlagerstandorte geprüft. Einer davon ist das ehemalige Erzbergwerk Schacht Konrad bei Salzgitter. Geplant zur Einlagerung von nicht wärmestrahlenden atomaren Abfällen wird das Grubengebäude dieser Anlage seit über 20 Jahren erhalten. Bestückt mit Werkzeugen zur Sicherung der Strecken, elektrischen Installationen, Fördereinrichtungen und Fahrzeugen ist es die Arbeit an einer atomaren Begräbnisstätte. Ob in ihr eines Tages radioaktive Stoffe vergraben werden oder ob sie aufgrund von Sicherheitsbedenken zugeschüttet wird, ist ungewiss.
diese Zeiträume, bis ein solches Endlager, was die Giftigkeit oder Toxizität anbelangt, wieder in Bereiche kommt, wie sie auch in der Natur vorkommen, liegt in der Größenordnung von 10.000 bis 100.000 Jahren. Insofern muss zumindest für diesen Zeitraum sichergestellt sein, dass die Abfälle selbst nicht in den Kontakt zur Biosphäre gelangen oder aber Freisetzung nur in dem Umfang erfolgen können, dass die Schutzziele dabei eingehalten werden. Natürlich, 10.000 Jahre waren eine immense Voraussage. Und niemand auf Erden könnte Ihnen sagen, welches politische System an jenem Ort des Endlagers herrschen wird, was für Menschen es dort geben wird, wenn überhaupt. Und ausgehend davon, dass es nicht gewährleistet ist, dass eine Kultur auf ihrem technischen Niveau bleibt, entstehen da große Probleme. Das würden keine so großen Probleme sein, wenn wir damit nicht die Lebewesen, die dann leben werden, insbesondere die Menschen, bis in tödliche Bedrohung versetzen würden. Schachtanlage Partensleben in Morsleben. Das einzige in Deutschland betriebene atomare Endlager fiel der Bundesrepublik nach 1989 als eine Art Mitgift der einstigen DDR in die Hände. Vorbei an aufwendigen Genehmigungsverfahren wurde die Anlage einfach übernommen. Bisher lagern in dem ehemaligen Salzbergwerk 30.000 Kubikmeter schwach aktive und knapp 1.000 Kubikmeter mittelaktive Abfälle. Die Radioaktivität der mittelaktiven Stoffe wird für die kommenden 400 Jahre wirksam sein. Ein geringer Anteil davon jedoch auch für mehrere Jahrtausende. Zurzeit wird eine Kammer für die Einlagerung weiterer 20.000 Kubikmeter radioaktiver Abfälle bergmännisch gesichert. So when I got back to my desk, I said to myself, I will look up in various encyclopedias and reference books. Als ich mich wieder an meinem Schreibtisch befand, sagte ich mir, ich werde in verschiedenen Enzyklopädien und Nachschlagwerken nachsehen, welche Art von Warnsystemen in der Vergangenheit aufgestellt wurden, wie lange sie sich hielten und was andere Menschen über solche Probleme dachten. Certain real facts that popped into my mind immediately. One of them is King Darius, the Persian. Es gab bestimmte reale Fakten, die mir sofort einfielen. Eines davon war der persische König Darius, der ein Warnsystem entwickeln wollte, um seine Feinde abzuschrecken. Er sagte, dass wir Perser drei Formen von Keilschrift haben. Und die aufzustellenden Warnsysteme sollten in diesen drei Systemen abgefasst sein, da man annahm, dass jeder Eindringling sie lesen könne. Und er sagte, wenn sie das und das machen, werden deine Nachkommen für immer verflucht sein. Der Fluch von König Darius wird über dich kommen. Er nahm an, dass die Warnsysteme für immer gültig sein würden. Descendants will be cursed forever, and this is King Darius's curse on you. Well, he imagined that this warning system will last forever. In fact, sandstorms. Tatsächlich wurden diese Warnsysteme jedoch von Sandstürmen, Regen und Ignoranz und so weiter in einem sehr kurzen Zeitraum, vielleicht ein paar Jahren, weggewaschen. Was nicht weggewaschen wurde, hatte keine Wirkung, da die Eindringlinge nicht wussten, wie man die Keilschriften entziffert. Sie zerstörten alles. Also, dies war ein Warnsystem eines mächtigen Königs, das vollkommen wirkungslos blieb. Im europäischen Kontext kann man sagen, auch wir verstehen nicht mehr völlig, was, wenn wir jetzt das Jahr 2000 nehmen, was im Jahre 1700 gemeint wurde, mit dem, was auf Deutsch geschrieben wurde. Und wenn wir
noch 200 Jahre dazufügen, dann wären wir zu den Zeiten Luthers, 1500. Die Lutherbibel versteht ein heutiger Deutscher kaum mehr. Viele meiner Kollegen haben deswegen vorgeschlagen, dass statt einem geschriebenen Text sollte man andere Zeichensysteme, zum Beispiel Piktogramme oder solche, brauchen. Dagegen habe ich gesagt, dass ohne einen existierenden Text, also Text bedeutet in einer Sprache, diese Piktogramme und ähnliche Warnungssymbole oder Erleuchtungssymbole oder Bedeutungssymbole sind unverständlich. Es ist schwer vorauszusagen, was von unserer Zivilisation einmal übrig bleibt und was mögliche Funde über unsere Zeit vermitteln werden. In der Wartehalle des radioaktiv verseuchten Bahnhofs Janow, der sich nur einen Kilometer vom Unglücksreaktor in Tschernobyl entfernt befindet, liegen die Reste eines Ruderbootes. Wie es dahin geraten ist, ist unbekannt. Der nächste Fluss liegt etwa 10 Kilometer weit entfernt. Das Nebeneinander von Boot, Bahnhof und Gleisen könnte zukünftigen Archäologen vielleicht die Vision eines exotischen Fahrzeuges bescheren. Es bedarf jedoch nicht unbedingt einer Katastrophe, um Arrangements der Jetztzeit bis ins Unkenntliche zu verrätseln. In Cape Canaveral finden sich die in ihrer Funktion kaum mehr entschlüsselbaren Reste der ehemaligen Abschussrampen des Raumschiffhafens. Kaum seit mehr als 20 Jahren außer Betrieb erscheinen die Anlagen dem Unwissenden nur noch als Mysterium. Ferne Nachkommen könnten diese Stätten der Technik ähnliche Rätsel aufgeben wie vorgeschichtliche Kultplätze. Oktober 1994. Versuch, die unvorstellbaren Energiepotenziale der beiden Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Gundremmingen in eine Kamerafahrt zu übersetzen. Das Eigentliche bleibt dem Betrachter jedoch so verborgen, als wäre es das falsche Bild. Denn es gibt weder ein Bild, das sinnlich veranschaulichen könnte, dass diese Monumente der Technik den kompletten Energiebedarf einer Millionenstadt abdecken können, noch ein Bild von den zwangsläufigen Folgen, die diese Energieerzeugung mit sich bringt. Das Eigentliche wird nur in Momenten der Versehrtheit deutlich. Prozesse, in denen die glatte Außenhaut der Technik sich unkontrolliert oder kontrolliert enthüllt. 200 Meter von den modernen Blöcken entfernt, eröffnet sich der Blick in einen stählernen Schlund. Es ist das geöffnete Reaktordruckgefäß des 1967 gebauten Blocks A des Kernkraftwerkes, der demontiert wird. Unterhalb der Öffnung befanden sich die Brennelemente, zwischen denen die Kettenreaktion aufrechterhalten wurde. Durch das jahrelange Neutronenbombardement sind die Wände des Behälters derartig kontaminiert, dass alle Arbeiten unter Wasser durchgeführt werden müssen, da Wasser die Strahlung absorbiert. Jährlich fallen in der Bundesrepublik knapp 500 Tonnen hochradioaktiver Abfall an. Er stammt aus den verbrauchten Brennelementen der 20 im Betrieb befindlichen Atomreaktoren. Weltweit sind es 436 Anlagen, die jährlich etwa 10.000 Tonnen hochaktive Abfälle in Form von Brennelementen produzieren. In einem bestimmten Zyklus werden diese den Reaktoren entnommen und von den Bedienungsmannschaften in ein Nasslagerbecken befördert. In diesen Lagerbecken der Kernkraftwerke soll ein Teil der instabilen Atome zunächst abklingen. Nach dem derzeitigen Entsorgungskonzept der Bundesrepublik bestünde der nächste Schritt in der Verladung der Brennelemente in Castor-Behälter. (lacht) 1994 erfolgte der erste Castor-Transport in das niedersächsische Zwischenlager Gorleben. 1996 und 1997 folgten zwei weitere. Begleitet von Demonstrationen ließ sich jede Überführung der gefährlichen Fracht nur unter Einsatz eines spektakulären Polizeiaufgebotes durchsetzen. Die Proteste richteten sich dabei nicht nur gegen die Transporte, sondern es ging grundsätzlich darum, den weiteren Einsatz der Kernenergie zu stoppen. Entwurf einer Mitteilung an die Zukunft über einem atomaren Endlager. Die Aussageabsicht ist folgende. Wer hier eine Erdbohrung vornimmt, läuft Gefahr, auf einen Stoff zu stoßen, der das Grundwasser verseucht.
Über das Wasser würde die freigesetzte Substanz in den Körper gelangen und zu einer Art tödlichen Infekt führen. Der Krankheitsverlauf ist dabei individuell unterschiedlich. Einige befällt ein Schmerz und sie verlieren relativ rasch ihr Gleichgewicht, während sich die anderen noch aufrecht halten können. Da jene jedoch ebenfalls von dem Stoff infiziert sind, ist anzunehmen, dass ihnen bald Ähnliches widerfahren wird wie dem bereits Liegenden. Aber ist es auszuschließen, dass der Liegende in einigen tausend Jahren als eine Person identifiziert wird, die vermittels einer aus dem Erdreich gewonnenen Droge vor Lachen auf dem Boden liegt? I picked up here what I consider an ambiguous image. There are six men in this. Ich habe hier eine Abbildung, die ich als zweideutiges Bild bezeichne. Darauf sind sechs Männer zu sehen, die etwas tun. Und ich habe eine Gruppe von Leuten getestet. Ich habe sie gefragt, sagen Sie mir, was machen diese Personen? Und manche sagten, oh, sie kämpfen, weil zwei von ihnen Speere tragen. Und es sieht so aus, als ob sie einen Kampfsport ausübten, vielleicht Karate oder etwas Ähnliches. Und manche Leute sagten, nein, nein, sie kämpfen nicht, sie tanzen. Sie führen einen Tanz vor. Und die andere Gruppe wiederum, nein, nein, es ist doch klar, dass sie kämpfen. Was dabei herauskam, war also Zweideutigkeit. Man kann nicht erkennen, ob sie tanzen oder kämpfen, und es gibt keine Lösung für das Problem, weil es tatsächlich zweideutig ist. Bisher wurden 9 Castor-Behälter in das Zwischenlager Gorleben transportiert. Sie sind gefüllt mit verbrauchten Brennstäben und mit Glaskokillen. Letztere sind verglaste Reststoffe aus der Wiederaufarbeitung, die vor allem in Frankreich erfolgt. Hinter meterdicken Betonmauern werden dort aus den Brennstäben das Uran und Plutonium zur Wiederverwertung extrahiert. Übrig bleiben die nicht mehr verwertbaren Spaltprodukte. Diese hochradioaktiven und wärmebildenden Abfälle werden anschließend in Glas eingegossen und müssen von der Bundesrepublik zurückgenommen werden. Zusammen mit den verbrauchten Brennelementen stellen diese Abfälle alle Endlagerprojekte vor große Probleme. Zum einen sind sie für Jahrtausende radioaktiv und zum anderen entwickeln sie durch den atomaren Zerfallsprozess für Jahrhunderte Wärme. Die Zwischenlagerhalle in Gorleben steht vor allem für unterschiedliche Arten des Wartens. Warten darauf, dass die atomare Zerfallswärme so weit abgeklungen ist, dass die Risiken einer Endlagerung geringer werden. Dann warten die noch über 400 freien Stellplätze der Halle gleichsam darauf, in den kommenden Jahren mit weiteren Behältern bestückt zu werden. Lassen sich die dazu erforderlichen Transporte politisch nicht durchsetzen, so geraten die deutschen Kernkraftwerke bald unter Druck, da ihre Nasslagerbecken überfüllt sind. Im Zentrum der Unwägbarkeiten steht jedoch vor allem die Frage nach einem geeigneten Endlager. Für die Suche danach steht ein dem Zwischenlager benachbarter Förderturm. Zusammen mit einem weiteren Fördergerüst handelt es sich um ein Bergwerksprojekt, das nicht der Gewinnung eines Rohstoffes dient, sondern allein der untertägigen Erkundung eines Salzstockes. Es geht um die Frage, inwieweit sich der Salzstock zur Einlagerung hochradioaktiver und wärmebildender Stoffe eignet. Favorisiert wird das Salz hauptsächlich deshalb, weil es zum einen durch die Zerfallstemperaturen der radioaktiven Stoffe zähflüssig wird und die Abfälle hermetisch umschließt, und weil es zum anderen die Wärme gut ableitet. Dem steht jedoch eine nur schwer einzulösende Forderung gegenüber. Um das Aufreißen von Klüften oder anderen Gebirgsstörungen zu vermeiden, muss der Salzstock derart homogen sein, wie es ihn in der Natur nur selten gibt. Für die zukünftig zu erwartenden geologischen Prozesse werden mathematische Prognosen erstellt. Sie basieren auf einer Zeitdimension, die jenseits jeglicher kalendarischer oder historischer Erfahrung liegt. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat für
die geologische Sicherheitsbewertung einen Zeitraum von 1 Million Jahren angesetzt. Und das trifft genau den von mir bearbeiteten Bereich des Quartären Eiszeitalters, die jüngere Hälfte. Und sie hat für die strahlenmedizinische Sicherheitsaussage einen Zeitraum von 10.000 Jahren angesetzt. Das sind also die beiden zeitlichen Eckdaten. Zum Nachweis der Einhaltung der Schutzziele muss eine Langzeitsicherheitsanalyse vorgelegt werden. Die erste Stufe ist zu überprüfen, inwieweit hier ein sicherer Einschluss über alle Zeiträume, das heißt Zeiträume größer 10.000 Jahre, 100.000 Jahre bis zu 1 Million Jahre gegeben sein könnte. Dann gibt es Überlegungen und Analysen, welche Versagensszenarien könnten auftreten. Diese Szenarien, Ausbreitungsszenarien, werden dann mit Modellen simuliert und es wird ausgerechnet, welche Freisetzung auf diesem Wege erfolgen könnte. Bevor man die Ausbreitung der Schadstoffe im Deckgebirge berechnen kann, muss man wissen, wie sich das Grundwasser bewegt. Die Bewegung des Grundwassers wird durch eine Modellrechnung erfasst. Sie sehen hier einen Querschnitt durch einen Standort über eine Länge von 15 Kilometer, etwa 400 Meter tief. Dieser vertikale Schnitt lehnt sich an die Verhältnisse in Gorleben. Die Farbe zeigt an, dass hier eine leichte Versalzung des Grundwassers begonnen hat. Und wir rechnen jetzt hier eine Zeitphase etwa seit der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren. Und der Ablauf zeigt nun die Ergebnisse einer Modellrechnung. Und Sie sehen, wie sich die Versalzung langsam ausbreitet. Die rote Farbe ist eine gesättigte Salzlauge und die blaue Farbe ist Süßwasser. Und Sie sehen, wie sich auch langsam im oberflächennahen Bereich eine leichte Versalzung einstellt. Man wird natürlich niemals alle Daten bekommen. Man wird auch nicht das vollständige Wissen über die realen Verhältnisse bekommen. Insoweit wird man immer mit Unsicherheiten leben müssen, mit Unsicherheiten über das tatsächliche reale System. Das Modell bildet sozusagen nur das ab, was man von dem realen System verstanden hat. Verglichen mit der Geschichte ist es neu, dass wir verantwortlich sind für unsere Nachkommen, weil wir ihnen die Umgebung, ihre Umwelt auf eine Weise verändert haben, die für sie tödlich sein kann. Das haben unsere Vorfahren nicht in diesem Maße gemacht. Sie waren fahrlässig zum Beispiel. Sie haben die Umwelt in einer Weise verändert, dass man darin nicht mehr gut leben kann. Aber auch dieses kann man meistens selbst feststellen, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Ich denke an die Abholzung der Wälder, an die Entstehung von Wüsten in den betreffenden Bereichen. Aber um jemanden über die Wüste aufzuklären und über die Tatsache, dass er da kein Wasser findet, braucht man mit ihm nicht zu kommunizieren, selbst wenn das Tausende von Jahren später ist. Hier aber haben wir, und zunächst mal nur an unsere Generation denkend, die Umwelt für hunderte von Generationen verändert, in einer Weise, die es ohne Informationsübermittlung für diese Nachfahren von uns eventuell bedrohlich, lebensbedrohlich machen wird, in diesen Gebieten sich aufzuhalten. »1979 liefen in Gorleben die ersten Probebohrungen zur Erkundung des dortigen Salzstockes an. 1986 wurde mit dem Niederbringen zweier Schächte begonnen, die 1996 in einer Tiefe von 840 Metern miteinander verbunden wurden. Gegenwärtig wird das Grubensystem für die Erkundung ausgebaut. In Zukunft sollen untertägige Bohrungen Auskunft über die Salz- und Gebirgsstruktur geben.«
Bei der Salzeinlagerung des radioaktiven Mülls hoffen die von staatlicher Seite eingesetzten Institutionen in Deutschland auf günstige geologische Prozesse. Der zu erwartende Versiegelungsprozess des Salzes käme durch das Nachlassen der radioaktiven Zerfallswärme nach etwa 300 bis 400 Jahren zum Stillstand. Das Risiko, dass sich die Wärmeproduktion fatal auf den gesamten Salzstock und das Deckgebirge auswirken könnte, wird als gering eingeschätzt. Entsprechend diesen optimistischen Erwartungen werden Gedanken über eine spätere Markierung des Endlagers in Deutschland vorläufig kaum in Erwägung gezogen. Als Idealfall wird für den zukünftigen Standort Gorleben eine grüne Wiese angesehen, die keine besonderen Hinweise auf das enthält, was unter ihr begraben liegt. Aber noch ist es nicht so weit. Hintergrund der optimistischen Haltung bilden Versuche, die seit 30 Jahren in dem ehemaligen Salzbergwerk Asse bei Wolfenbüttel durchgeführt werden. Erprobt wurden sowohl die Salzeinlagerung von radioaktiven Stoffen als auch die Lagerung von elektrisch erhitzten Behältern. Entsprechend der angenommenen radioaktiven Zerfallswärme ging man dabei von einer Temperatur von 210 Grad aus. Gegenwärtig geht es um Techniken von Verschlüssen und künstlichen Barrieren. Anders als in Deutschland ist die internationale Haltung von Industriestaaten zu den Möglichkeiten, radioaktive Abfälle sicher zu beseitigen, weit weniger optimistisch. Der Anfang der 80er Jahre in Amerika einberufene Krisenstab ging davon aus, dass es für die zu berücksichtigenden Zeiträume kein sicheres Endlager geben kann. Zusätzlich wurde das willentliche oder unfreiwillige Eindringen zukünftiger Generationen in ein Endlager unterstellt. Aufgrund dieser Unsicherheiten gingen die im Auftrag des amerikanischen Energieministeriums arbeitenden Wissenschaftler über die rein technischen Aspekte der Endlagerung hinaus. Sie stellten die Frage, wie zukünftige Generationen vor den Gefahren gewarnt werden könnten. Aber was für Orientierungen lagen vor, um die Frage zu beantworten? Gibt es Zeichen, die den radioaktiven Zerfallszeiten entsprechende Zeiträume überdauern? Im internationalen Maßstab führte die vom amerikanischen Krisenstab aufgeworfene Fragestellung unter Zeichentheoretikern zu Vorschlägen von unterschiedlicher Komplexität. Es wurden Warntafeln in verschiedenen Sprachen vorgeschlagen oder man plädierte für die Errichtung von weit sichtbaren Monumenten. Aber wie ist die Kontinuität von Sprache zu garantieren? Und eine weit sichtbare Kultstätte wie das in England liegende Stonehenge ist ein Beispiel dafür, wie in 5000 Jahren fast jeglicher Sinn- und Bedeutungszusammenhang verloren geht. Also ich werde sagen, zum Beispiel ein sehr einfaches Beispiel zu sagen, wenn wir wollen in diesem Falle das sagen, bitte berühren Sie sich nicht, kommen Sie nicht näher, gehen Sie so schnell wie möglich von diesem Gebiet weg und bringen Sie mit Ihnen kein Staubchen von hier. Das soll man, ich werde sagen, in drei verschiedene Formen schreiben, um mehr eindeutig zu sein und mehr persönlich auf einer Seite. Und auf der anderen Seite, das soll klingen wie ein Gesetz. Es muss irgendeine Art von Kommunikation höherer Stufe geben, sodass dieses Lebewesen annehmen kann, erstens, da ist jemand anders, ein anderes Lebewesen, eine andere Lebewesengruppe, eine andere Kultur gewesen, vielleicht sogar meine unmittelbare Vorgängerkultur, die eine Absicht hatte, die wollte, dass ich etwas lerne. Und natürlich reicht das nicht, denn auch das ist ja, denken wir nur an die Grabräuber aus den Zeiten der Pyramiden, seit den Pyramiden. Solche Verbote, die also auf diese Weise kommuniziert werden können, Verbote sind ja Mitteilungen der Absicht, den anderen zu warnen, können natürlich auch Herausforderungen sein und die können sogar noch ein Anreiz sein, weiter zu graben.
Kompliziertere Vorschläge zur Vermittlung von Botschaften reichten von Ideen wie Atomsirenen, die von der Radioaktivität der Abfälle angetrieben werden, bis hin zu Raumsonden, die mit den entsprechenden Botschaften bestückt für Jahrtausende die Erde umkreisen. Die aussichtsreichsten Anregungen lagen jedoch jenseits der technischen Lösungen. Sie zielten auf die Etablierung einer Institution, die über Jahrtausende die Gefahrenbotschaften überliefert. Der dem amerikanischen Krisenstab selbst angehörende Zeichentheoretiker Thomas Sibiok machte einen Vorschlag in dieser Richtung. Bis heute liegt sein Bericht in den Archiven des amerikanischen Energieministeriums. Eine ungeschickte Wortwahl trug ihm allerdings damals den Spott seiner Kollegen ein. And so I made an invention, but this was a mistake. Und dann hatte ich einen Einfall. Aber da habe ich einen Fehler gemacht. Ich nannte diese Gruppe Atomare Priesterschaft. Und als meine Präsentation vorgestellt wurde, wurde sie heftig kritisiert. Viele Leute nahmen daran Anstoß. Sie sagten, Priesterschaft, was für eine dumme Bezeichnung. Ich sagte, nein, alles, was ich ausdrücken wollte, war eine Art Komitee. Aber da ich für Komitees nichts übrig habe, dachte ich, es sei eleganter, es atomare Priesterschaft zu nennen. Worüber wir reden, ist selbstverständlich ein Komitee von qualifizierten Professoren. Und das nicht nur aus technischen Bereichen wie Physiker und Geologen, sondern auch Juristen, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung dieser Geschichte spielen. Und andere verantwortliche, weise Männer. Other responsible elderly wise men. Der Punkt ist, wie können wir Kontinuität garantieren? Wie können wir verhindern, dass irgendwann diese Kette abbricht? Und das war der Gedanke, ja, mit den Priestern. Die Priester sind von Bischöfen eingesetzt, die ihrerseits eingesetzt wurden von anderen Bischöfen, die schließlich zum Schluss auf die Zeit Christi zurückgehen. You can call it a group of wise men who would form an informal committee, and as they resign, man könnte es eine Gruppe von Weisen nennen, die ein Komitee bilden. Und wenn sie zurücktreten oder sterben, ernennen sie selbst Nachfolger aus den Naturwissenschaften, aus dem öffentlichen Leben, Juristen, Ärzte und so weiter. Nun, diese Gruppe würde nicht von der Autorität irgendeiner Regierung abhängig sein, weil wir wirklich nicht wissen, was für eine Art von Regierung es in Zukunft geben wird. Alles, was wir wünschen, ist, dass es ihnen erlaubt wird, sich um die Orte zu kümmern und die Dinge zu reparieren, die repariert werden müssen, und die Inschriften auf den neuesten Stand zu bringen, um Sorge zu tragen, dass dieses Warnsystem von Generation zu Generation weitergeführt wird. Dass es jemals eine Atompriesterschaft geben wird, ist unwahrscheinlich. Die Standorte kerntechnischer Anlagen böten jedoch solch einer Institution zumindest die angemessenen Plätze, denn sie besitzen durchaus Züge kultischer Stätten. In Gorleben gilt das sowohl für das Zwischen- und Endlager als auch für eine 10 Kilometer entfernte Umladestation für die noch erwarteten Castor-Behälter. Es sind exterritoriale Bereiche, die der Normalität entzogen sind. Wurden auf ihnen früher die Utopien einer energiepolitisch verheißungsvollen Zukunft zelebriert, sind es heute fortlaufende Erklärungen von Unbedenklichkeiten. Die bei der Endlagerung des radioaktiven Mülls zu berücksichtigenden Zeiträume trotzen jedoch jeglichen wissenschaftlichen Prognosen. Es gibt Unsicherheitsfaktoren und Risiken. Für Semiotiker ist allgemein interessant, was für Symmetrien und Asymmetrien es zwischen Zeichensendern und Zeichenempfängern geben kann. Und in diesem Rahmen ist das Problem der Kommunikation mit der Nachwelt wichtig. Dass es einen solchen lebensbedrohenden Aspekt für das Unterlassen von Kommunikation mit der Nachwelt geben würde, war uns am Anfang nicht klar. Wir haben mit der Einführung der Kernenergietechnik einen Quantensprung vollzogen. Die Technik
Geschichte der letzten 2 Millionen Jahre, das ist der Entwicklungszeitraum der Menschheit als Spezies, bekommt eine neue Qualität. Wenn in 2 Millionen Jahren etwas passierte, egal ob mit einem Faustkeil oder ob eine Brücke einstürzt oder ein Flugzeug vom Himmel fällt, ist immer nur ein kleiner Kreis von Menschen und auch von Gebieten davon betroffen gewesen. Jetzt mit 430 Kernkraftwerken weltweit verbreitet, kommt auf einmal ein globales Gefährdungspotenzial heraus. Tschernobyl hat uns gezeigt, was passieren kann. Der Kelch ist hier gerade nochmals an uns vorbeigegangen. Und ich glaube nicht, dass die Menschheit sich dieses Gefährdungspotenzial auf Dauer leisten kann. Der eigentliche Endlagerungsvorgang ist ein Prozess, der in mehreren Abschnitten erfolgen wird. In einer der Zwischenlagerhalle benachbarten Anlage soll der strahlende Müll der Castor-Behälter in etwa 30 Jahren in andere Behälter umgefüllt werden. Vor diesem Umladeprozess werden die Abfälle zur Volumenreduktion verdichtet. Das geschieht hinter meterdicken Betonmauern durch Zerschneiden und Verpressen. Falls die 600 Millionen Mark teure Anlage jemals in Betrieb geht, wird sie eines Tages selbst zu jenem Müll, den sie verarbeitet. Radioaktiv kontaminiert werden die blanken und präzise angeordneten Stahlsegmente zersägt und anschließend unter der Erde verschwinden. Salvete quicunque estis, bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus. Shalom. Bonjour tout le monde. Приветствую вас. Felicidade a todos. Thank you.